Der Mann, der jetzt gleich kommt, ist ein weiterer Beweis dafür, dass Juristen rechnen können. Dass Niederrheiner rechnen können. Der Mann ist der neue Landesfinanzminister Lutz Lienenkämper. Herzlich willkommen. So, allmählich verstehe ich, warum ich Sie interviewen soll und nicht Otto, der weiß einfach zu viel, ne? Die Frage ist tatsächlich, können Niederrheiner besonders gut rechnen? Helmut Linzen, Norbert Walter-Borjans, jetzt Sie als nordrhein-westfälischer Finanzminister, ist das das Gen, das der Niederrheiner hat? Also ich glaube, das könnte man so sagen, die Ahnenreihe ist ja da. Ich habe auch schon andere gehört, die gesagt haben, bei Niederrheinern muss man eben mit allem rechnen. Okay, auch nicht schlecht, auch nicht schlecht. Wo haben Sie denn Rechnen gelernt? Ich habe tatsächlich Rechnen gelernt auf der Grundschule in Meerbusch-Strümp in kleinen Schritten. Das war das kleine Zahlenhaus. Quasi ein Vorort von Krefeld, kann man so sagen, Strümp. Wir haben Sie ja hier als Gast heute Abend, das ist ja eine sehr schöne Geschichte eigentlich. Wir hatten mal überlegt, klar, wir haben immer wieder Landespolitiker da gehabt und wir hatten natürlich mal gefragt, so Armin Laschet, als er Ministerpräsident geworden ist, wäre der nicht ein schöner Gast hier? Und dann hat er relativ schnell gesagt, ich kann an dem Abend leider nicht, aber ich schicke den Lutz Lienenkämper. Wäre das okay? Wir haben natürlich gesagt, ist okay. Wie kam das bei Ihnen dann? Also bei mir kam das an am Rande einer Kabinettssitzung, da kam er mit der Einladung und sagte, du, ich habe da Zug um Zug in Krefeld, ich kann da wirklich nicht, du wohnst doch da direkt nah dran, wärst du bereit, da hinzugehen? Und da habe ich gesagt, Zug um Zug, das ist mein altes Verkehrsressort, ich war hier schon gerne. Okay, okay. Und Sie hatten es ja wirklich nicht so weit. Wie pünktlich gibt eigentlich ein Finanzminister seine Steuererklärung ab? Immer pünktlich. Das soll ja jetzt demnächst noch einfacher gehen, habe ich jetzt gelesen, per Smartphone. Wie muss man sich das vorstellen? Ja, wir wollen natürlich insgesamt vereinfachen und digitalisieren. Da gibt es so eine Plattform, die heißt Elster. Da kann man elektronisch die Steuererklärungen abgeben. Das soll demnächst immer weiter vereinfacht werden. Und ich habe vor, bis 2019 das sogar so zu vereinfachen, dass man dann tatsächlich auch online kommunizieren kann mit dem Finanzamt, damit viel, viel mehr, was wir jetzt noch in Papier machen, eben demnächst online geht. Und dann gibt es halt auch eine Fristerleichterung sozusagen dafür. Wer das macht, der kann auch später abgeben. Ist das denn jetzt mehr ein Vorteil für den Steuerzahler oder mehr ein Vorteil für die Steuerverwaltung oder für beide? Ich glaube, das ist ein Vorteil für beide. Also der Steuerzahler hat wesentlich weniger Bürokratie, der kann ein bisschen länger warten. Das ist für die Finanzverwaltung aber auch gut, weil die Dinge elektronisch reinkommen auf einem vorgegebenen Weg. Ich glaube, da haben am Ende des Tages beide was von. Aber jetzt verraten Sie mal, da habe ich die Antwort noch nirgendwo gefunden, den schrägen Grund, warum sind Sie Schalke-Fan geworden? Ja, das ist eine Aufgabe. Sie sind gebürtiger Kölner, sind in Meerbusch groß geworden, also da gab es auch wirklich viele, viele schöne Vereine auf der Strecke. Also ich hab eins vor, wenn diese Taskforce, von der ich eben gesprochen habe, mit den ganzen Fachleuten aufgebaut ist, müssen die mal in meine Familiengeschichte gucken und das eruieren. Wir wissen es alle nicht. Es gibt keinen Schalke-Fan bei uns in der Familie. Aber beim Umzug haben wir oben auf dem Dachspeicher ein Schalke-Trikot gefunden, das mir gehört haben muss. Und von der Größe her war ich da wahrscheinlich 4. Also mit 4 war ich schon Schalke-Fan. Warum, weiß kein Mensch. Und vielleicht ist das ja auch ganz gut so. Ich bin ziemlich überzeugt. Ja, ganz herzlichen Dank. Also wir freuen uns darauf, Sie dann möglicherweise demnächst mal in der Grotenburg begrüßen zu können, wenn Uerdingen dann vielleicht irgendwann mal wieder gegen Schalke spielt. Also man weiß nicht, in welchem Rahmen das stattfinden könnte, ob Schalke dafür absteigen muss, ob Uerdingen dafür weiter aufsteigen muss. Nee, damit habe ich ganz Erfahrung. Einfach. Das ist ganz einfach, Pokalfinale. Und das ist völlig egal, in welcher Liga Schalke spielt. Okay, aber das ist in Berlin, das weißt du, ne? Das ist bei dir. Ist in Berlin, kann ich da mal hinfahren, aber am Wochenende bist du ja eigentlich im Wahlkreis. Alles klar. Okay, ganz herzlichen Dank, Lutz Lienenkämper.